Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich hier ein Trash-Paket vor mir liegen, was irgendwie explodiert ist. Es ist irgendwie riesig geworden. Wir haben ja die Gruppe, die anonym Make-up-Messies. Und da sind drin Steffi, Ela, Melli, Sabrina und ich. Und Sabrina hat das Paket jetzt zu mir geschickt und ich werde es jetzt weiterschicken zu Steffi, also Steffi Loves Beauty. Und alle sind in der Infobox verlinkt. Und wenn ihr wissen wollt, was in dem Paket so drin war, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, wir haben das nämlich ein bisschen, ich sag mal, aufgestockt. Also ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass es so eskaliert. Ich habe hier allein 8 Goodie-Boxen sehe ich, 2 Glossy-Boxen, dann einiges, was hier lose drin lag. Wow. Und genau, also ich werde hier auch tatsächlich allerhand rausnehmen, einfach weil ich jetzt aktuell so ein Projekt am Laufen habe, wo ich auch ein bisschen was sammle für ein Projekt in Hamburg. Und genau, dementsprechend dann aber auch aufstocken. Und in der letzten Runde war das so, dass wir alle halt das Paket aufgestockt haben, weil Nasti ist ausgetreten. Dann haben wir das Ganze halt ein bisschen neu angefangen. Und ja, ich muss mir jetzt mein Bild raussuchen von den Produkten, die ich ursprünglich reingepackt habe, weil die nehme ich natürlich auch raus. Okay, ich glaube, ich habe mein Bild jetzt gefunden. Oh, ja, ich habe jetzt hier von Odin's Eye so einen Ohrschmuck dran. Nun, das war mal in der Mystery Box drin, ne? Das tut jetzt auch gar nichts zur Sache. So, wir starten jetzt erstmal mit den Sachen, die jetzt so irgendwie mit dabei lagen. Da habe ich einmal hier so ein Paket. Oh, ach, guck mal, da sind auch Paletten drin. Und da gehen wir jetzt mal durch. Da habe ich hier von Hello Body einen Reinigungsschaum. Das finde ich cool, das kann ich auch ganz gut gebrauchen. Das werde ich vorausnehmen. Dann habe ich von Purelay Mahina Club etwas drin enthalten. Das müsste ich sogar selber haben, denn ich bekomme da ja auch immer mal wieder was, beziehungsweise hatte das selber mal auch im Abo. Das scheint mir so eine Kette zu sein, ne? So eine etwas breitere. Die habe ich aber, glaube ich, damals auch selber weitergegeben. Dann ist hier eine Lidschattenpalette von Lancôme drin. Da hätte ich jetzt im ersten Moment gedacht, dass die von mir gewesen ist. Aber sie ist markiert mit einem Klebi. Die ist eigentlich von mir gewesen. Keine Ahnung, ich nehme die mal raus. Dann ist hier von Rival Loves Me Oriental Flames eine Lidschattenpalette drin enthalten. Die ist schön und die hat auch eine solide Qualität, vor allem was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Mich persönlich spricht die jetzt nicht so mega an, ne? Dann habe ich hier von Bella Pierre Cosmetics die Ultimate Nude und die ist noch komplett neu. Die habt ihr vielleicht auch bei meinem Lidschattenpaletten die Klatter gesehen, ist nämlich bei mir geblieben. Ich finde die ganz gut. Das ist halt eine komplett nudefarbene Lidschattenpalette mit einer sehr, sehr guten Qualität. Und dann habe ich hier von L'Oreal Casting Creme Gloss eine Haartönung in dunkelblond. Nee, also meine Haare bleiben so, wie sie sind. Dann habe ich hier von dem Asam Everybody's Darling 2021 Luxury Body Powder. Sagt mir gar nichts. Dieser Körperpuder mit Mandelöl schenkt der Haut einen zarten Duft und sorgt für ein angenehm seidiges Hautgefühl. Abgefahren. Also das trägt man sich einfach mit einer Puderquaste auf. Das kommt so auf meinen Vielleicht-Stapel. Das hätte ich vielleicht mal aus dem Hintergrund rausnehmen sollen, denn da lag einfach noch eine Schere rum. Okay, noch früh genug bemerkt. Hier ist eine Probe mit dabei von Annemarie Börlend. Und hier auch noch irgendwie so eine Maskengeschichte. Da bin ich eher raus. Dann habe ich hier von Brushworks ein Scalp Massaging Brush Produkt. Das ist eigentlich ganz geil. Also für Kopfhautmassage ist sowas ganz gut geeignet. Ich nehme sowas auch tatsächlich ganz gerne, wenn ich Sammy dusche. Ne? Also der hat sein eigenes Ding, ich habe mein eigenes Ding. Ist ganz schön, aber wir haben jetzt aktuell noch. Dann haben wir hier so Tütchen drin und das finde ich immer ganz süß. Da ist quasi, ja, sind Geschenke von uns für uns mit dabei. Hier hat die liebe Melli was geschrieben. Für jede von euch eine der tollen Masken. Fühlt euch gedrückt, ihr Wunderbaren. Let's travel the world. Süß. Oh, und da sind Dalton und Yepoda-Masken drin. Das ist natürlich richtig cool. Da haben wir The Rescue Moment von Yepoda zweimal drin. Dann nehme ich mir hier eine von The Timeless Moment raus von Yepoda. Und die Pink Splash Moisturizing Mask von Dalton lasse ich drin. Davon habe ich nämlich noch ein paar da. Vielen, vielen Dank, liebe Melli. Das finde ich richtig cool. Dann habe ich hier Parfümproben. Oh, von Sabrina. Dufte Grüße aus der Heide. Nehmt euch gerne eins raus. Da gucke ich mal, welches davon ich noch nicht habe. Oh, ich glaube, das interessiert mich. Und das tut dann auch nicht so weh, weil ich habe da noch ein zweites hier auch in dem Päckchen drin. Das ist das Prada Paradox. Das wollte ich mir auch noch mal ein bisschen intensiver angucken, weil ich mir das gegebenenfalls mal wünschen wollte. Noch mehr Goodies. Für jeden eins von der lieben Steffi. Da haben wir drin Zahnpasta. Oh, Mundspülung.
Oh, und ein Rasierschaum. Ich glaube, ich nehme die Mundspülung raus. Ja, da habe ich Bock drauf von Dontodent. Und zu guter Letzt hat die liebe Ela hier auch noch was reingepackt. Huhu, für jede eine Maske lieben Gruß Ela. Und da haben wir die großartigen Ariel-Augenpads von Isana mit drin. Die habe ich auch schon letztens mal gemacht. Die rutschen ein bisschen, aber die spenden ganz gut Feuchtigkeit. Und ich verwende sowas ja morgens ganz gerne. Also vielen, vielen Dank, Mädels. Ich finde es immer so süß, dass wir halt auch so Goodies für uns immer mit reinpacken. Dann haben wir hier noch dieses Dings hier eingepackte irgendwas. Und hier haben wir drin ein Haarserum mit Hyaluron von Isana. Und wir haben hier drin von Monio Skin Active Cleanser. Und ich glaube, ich werde beide rausnehmen. Weiß ich nicht. Mit Hyaluronsäure Panthenol Eliminate Frizz. Obwohl. Nee, das Haarserum lasse ich drin, aber den Cleanser, den nehme ich mal mit raus. Gesichtsreinigung geht doch immer. Diese Tasche habe ich auch für Julius. Richtig süß. Das ist so ein süßer Kulturbeutel und da sind sicherlich auch ein paar Schätze drin. Oh nein! Oh nein, wie süß ist das denn? Oh, ist das süß. Diamond Painting Easter Cards. Das ist ja süß. Das ist richtig niedlich. Jetzt ist Ostern gerade vorbei. Und ich glaube auch jetzt nicht unbedingt, dass es was wäre, was ich jetzt so bräuchte. Aber vielleicht meine Freundin, da kann ich mir das gut vorstellen. Oh, das sind ja alles unterschiedliche Motive. Ich glaube, ich nehme das raus. Das finde ich süß. Oder nehme ich zwei? Oder nehme ich drei? Ich glaube, ich nehme alle drei. Ich glaube, ich bin frech. Dann machen wir doch jetzt mal weiter mit den Glossy-Boxen. Da habe ich allerhand kleinere Sachen drin. Einmal von Ideal of Sweden ist das ein Magnetic Card Holder. Und ja, sowas ist für unterwegs eigentlich ganz cool, ne? Dass man das so mit dabei hat. Ist jetzt aber nicht ganz so mein Vibe. Da habe ich meine Party-Portemonnaies. Die sind gut. Von Garnier die Eco-Pads. Ich glaube, die behalte ich auch. Das sind so wiederverwendbare Abschminkpads. Hier hätte ich auf jeden Fall Abnehmer für. Festes Shampoo von Foamy zweimal. Ja, ich glaube, die nehme ich auch mit raus. Ja, wie gesagt, ich werde heute sehr plündern, ne? Dann habe ich hier einen Highlighter von Floss, den hatte ich selber letztens erst in einem Paket drin. Das Puder ist gut, also wenn ihr das in die Hände bekommt, Leute, nehmt euch das super gerne raus. Das ist nämlich ein rosa Puder von Lotti London. Ich lasse das jetzt auch erstmal drin. Hab das selber da und kann das wirklich empfehlen. Dann habe ich hier auch noch in komplett neu von Apeel einen Lip Liner, den habe ich selber auch noch da. Den muss ich noch ausprobieren. Von Delia habe ich hier einen Eyeliner in so einem Braunton. Das ist die Brow Illumination von L'Oreal, die habe ich letztens auch mal ausprobiert. Ich finde die ganz gut, ne? Also ich mag die auch wohl. Dann habe ich hier nochmal von Apeel den Liner und nochmal von Floss den Highlighter. Mensch! Dann gehen wir zur nächsten Box. Oh! Wenn du der Magie fröhlich die Tür öffnest, wirst du sie überall finden. Olivier Lockhart. Ach, guck mal, liebe Claudi, ich! Oh, von Sabrina, das ist ein Geburtstagsgeschenk, wie süß. Ich wünsche dir alles Liebe zum 35. Geburtstag. Meiner Meinung nach sind die 89er Baujahre einfach die besten. Du auch? Sehr geil. Herzlichst Sabrina, vielen, vielen Dank. Ich zeige euch jetzt einfach auch mal, was hier mit drin ist. Also Sabrina, du bist ja unglaublich. Da habe ich einmal ein Botanical Balm Leave-In Repair Care von Yves Rocher. Dann habe ich hier von Shiseido Ginza eine parfümierte Bodylotion, richtig cool. Die hatte ich letztens auch mit in der Box. The Skinny Malist von Sophia Thiel mit Retinol und Vitamin C. Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen vorsichtig. Das kombiniere ich nicht so gerne auf meiner Haut. Das feiere ich jetzt sehr. Renewing Body Scrub mit Sugar and Cherry Blossom von Ritual of Sakura. Vielen, vielen Dank. Mega geil. Und mir fällt gerade auf, ich drehe die ganze Zeit mit diesen Lippen. Leute, ich hätte mich mal vorher im Spiegel angucken sollen. Ich habe nämlich eben was abgedreht, wo ich euch auch so blaue und grüne Lippenstifte geswatcht habe. Ihr habt euch wahrscheinlich auch gedacht, ist der Frau kalt? Was ist da los? Ich mache mir mal eben eine Lippenfarbe drauf. Das sind einfach nur noch Reste. Dann habe ich mir eine Lippenpflege drüber gemacht. Die Kartons waren halt so hoch gestapelt hier, dass ich mich gar nicht im Spiegel gesehen habe. Dann habe ich das jetzt gerade mal kurz, als ich den einen Karton hier weggemacht habe, gesehen und mir gedacht, huch, Leute, was ist das? Aha. Das war jetzt der Pillow Talk und darüber gebe ich mir von Asam den Lipgloss, den ich in meinem Project Pen habe. Wow. Das sieht jetzt etwas lebendiger aus hier, ne?
Okay, wir machen weiter. Von Lancôme Advanced Genifique Concentré de Jeunesse, das sind 5 ml von dem Serum von Lancôme, was ich auch tatsächlich mag. Dann habe ich von Biotherm die Cera Repair Barrier Cream, das finde ich cool. 5 ml sind hier drin. Ich glaube nicht, dass es die ist, die ich letztens schon mal hatte. Ich meine, das ist nochmal eine andere. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Dann haben wir hier von Kiehl's Retinur Skin Renewing Daily Microdose Serum. Richtig geil mit 4 ml. Vielen, vielen Dank. Also Sabrina, das ist mega, mega krass. Von Depot hast du mir was reingelegt. Aromawachskerzen. Das riecht auch ganz angenehm. Richtig süß. Richtig, richtig süß. So eine kleine Kerze. Mensch, da habe ich hier noch ein kleines Geburtstagsgeschenk. Das habe ich mittlerweile tatsächlich in groß von Versace Parfum Dylan Purple. Das riecht richtig geil. Also mega, mega, mega nice. Ja, meine Kamera kommt da gerade nicht drauf klar. Also das ist so süß. Dann habe ich hier so ein kleines Schweinchen. Bist du... Ja, Edelmarzipan. Kann man essen. Wird gleich auch in der Drehpause mal gegessen. Finde ich sehr, sehr lecker. Dankeschön. Mann, habe ich nicht mit gerechnet. Zombie Beauty Witch Pack. Das ist Calming and Purifying Pack. Was mache ich damit? Muss ich mir nochmal irgendwie anlesen, was ich damit mache? Schaut so aus. Ich weiß nicht, ob das ein Peeling ist oder eine Maske. Dann hat sie mir hier Schmuck reingepackt. Ach, wie süß. Das ist ein Herz. Das finde ich ja richtig süß. Oh, vielen Dank. Oh, Wahnsinn. Ich muss gleich echt in der Gruppe mal schreiben, ob das wirklich ein Geschenk für mich war, ne? Dann habe ich einen Topcoat von Nails Inc. hier mit drin. Auch richtig geil. Ich weiß nicht, in grün hatte ich den, oder doch, hatte ich den Basecoat schon mal. Den mochte ich gerne. What's in it for me? Das ist ein, ist das ein Duschgel? Uso en la Ducha. Also ich würde sagen, benutze es in der Dusche, soll das heißen. Also quasi ein Duschgel und ja, vielen Dank. Duschgel kann ich gebrauchen. Die habe ich tatsächlich noch unten liegen. Die wollte ich auch letztens mal ausprobiert haben von Shelbens. Diese Peeling-Fußmaske. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und hier die Ultra Facial Cream von Kiehl's. Sehr, sehr passend, denn ich wollte demnächst... Demnächst ist gut. Ich muss doch erst ein paar andere Marken durchnehmen. Durchnehmen vor allem. Auch gut. Testen. Da wollte ich auch Kiehl's mal den Vortritt demnächst mal geben. Genau, ich mache ja so komplett, dass ich reinmache, wo ich auch komplett die Marken teste. Also Sabrina, vielen, vielen Dank. Das ist richtig süß von dir. Dankeschön. Okay, das stelle ich jetzt separat hier vor mir hin. Und jetzt machen wir mal mit den 8 Goodieboxen weiter. Ei, 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 ei. Es geht los. Feste Gesichtsreinigung von Foamy nehme ich mir raus. Dann habe ich hier Juice Boost, ein Brightening Serum mit Vitamin C und Hyaluronsäure. Da muss ich nochmal überlegen. Cool bleiben. Oh, sowas ist total cool. Von Bofrost. Ich glaube, das nehme ich mir auch raus. Sowas brauche ich immer ganz gerne. Das finde ich echt praktisch. Dann von NYX, diese Love Contours All Palette. Die ist auch sehr, sehr schön. Die hatte ich damals auch mal da. Habe ich aber, glaube ich, weiter... Ist das nicht meine? Nee, die ist nicht von mir. Die habe ich auch schon vor Ewigkeiten weitergegeben. Aber die ist sehr, 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 sehr gut. Dann ist von Knorr hier was drin. Geschnetzeltes Züricher Art. Yay. Sollte man dann auch schnell rausnehmen, weil das jetzt im Juni ablaufen wird. Dann habe ich hier von Zenots eine Anti-Dark-Spot Face Cream mit Vitamin C und Niacinamiden. Hört sich schon mal ganz interessant an. Da muss ich gleich mal gucken. Infallible. More Than Concealer. Das finde ich ja cool. Der ist auch noch neu. In der Farbe Porcelain. Ich glaube, den nehme ich mir auch raus. Dann habe ich hier von Lumen ein Augenbrauenfixierungsgel. Kann ich persönlich leider nicht so empfehlen, weil das nicht wirklich fixiert. Dann habe ich hier von Styx Kräutergarten Basic eine BB-Cream mit Bio-Ringelblume. Das werde ich wahrscheinlich auch rausnehmen. Ich weiß nicht, ob irgendeiner von uns diese Creme passen wird. Von Lancôme ist das die Teint Idol in 310. Ich glaube, das ist ein bisschen dunkel. Trinkschokolade am Stiel. Ist immer ganz nett. Mit Spekulatiusgeschmack. Geschmack ist jetzt nicht ganz so mein Vibe, muss ich sagen. Eine Lichtschutzfaktor 30 Geschichte von Garnier. Das finde ich auch sehr gut. Und einen Pinsel. Und zwar von Luvia. Es ist so ein Highlighter-Pinsel. Wir könnten Freunde werden. Ich habe mich entschieden, das Asam Body Puder nehme ich nicht mit raus. Und weiter geht die wilde Reise. Hier habe ich die MAC Hyper Real Glow Palette. Ich meine, dass ich die auch mal im Blick hatte, dass sie mir aber wirklich zu dunkel war. Und ich sie deswegen genau auch nicht damals gekauft habe. Die war, glaube ich, auch irgendwann mal echt toll im Sale. Nee.
Das ist witzig. C'est la belle vie von, was bist du? Vodva Perfumovona. Das ist quasi ein Zwilling zu etwas, was man vielleicht so kennt, ne? Zu einem sehr bekannten Duft. Ich kann ja mal dran riechen. Das ist schon relativ ähnlich. Mutmaski Melting Mask, die ist sehr, sehr gut, kann ich euch empfehlen. Also nehmt die jedenfalls raus, wenn ihr dieses Paket in die Hand bekommt, weil das ist so einfach, ne? Man macht die halt drauf, wenn man sich morgens die Zähne putzt und lässt die dann auch in der Zeit drauf, wäscht die dann runter und dann hast du sowohl Gesichtsreinigung als auch Maske in einem quasi gemacht. Richtig geil. Dann habe ich hier ein cremiges Duschgel, das werde ich auch rausnehmen. Jardin Bohème, jo, das finde ich doch sehr charmant. Dann haben wir von Douce auch noch eine Palette, die habe ich auch mal aussortiert. Ist an und für sich ein schönes Teil, aber ich bin da nicht ganz so Fan von, um das mal so zu sagen. Dann habe ich hier ein Bubble Tea Black Cherry and Vanilla Body Scrub. An und für sich eine schöne Kiste, wenn es denn dann peelen würde. Ne? Das tut es nicht wirklich. Man kann es aber so zum Beispiel als Duschgel verwenden. Vita Liberata Body Blur habe ich hier in der Farbe Latte. Ja, das ist quasi Make-up für die Beine. So eine Art Strumpfhosen-Effekt soll das geben. Josephine Cosmetics Glamorously Healthy habe ich hier ein Lippy drin enthalten, glaube ich. Ne? Jo, ist auch eine wirklich schöne Farbe. Lip Power. Ne, den mochte ich, glaube ich, von der, wie er auf dem Gesicht ist, nicht ganz so gerne. Ein Lippenpeeling-Tool. Abgefahren. Wartet, nicht alle gibt, Leute. Dann habe ich Nagellacke hier drin. Einmal so ein richtig schöner weißer von Maybelline. Winter Baby ist die Farbbezeichnung. Und dann habe ich den Catrice More Than Nude. Ich glaube, den nehme ich raus. Der sieht eigentlich ganz cool aus. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette von Catrice drin. Das ist die Five in the Box in der Farbe 060 Burgundy. Und sowas ist eine schöne Alltagspalette. Ich denke, jede von uns wird die haben und da wird keiner böse sein, wenn ich die halt quasi rausnehme für das Projekt. Ich gehe euch damit nicht weiter auf den Sack. Ich sage einfach nicht, dass ich das, also ich nehme es einfach raus. Dann habe ich hier noch von I+M festen Conditioner. Den nehme ich mir auch noch mit raus. Da wird auf jeden Fall meine Freundin Sandra Luftsprünge machen. Von Essence Volume 1 den Plumping Lip Gloss. Wobei, nee, das ist mit Menthol. Das geht eigentlich. Ich glaube, den nehme ich raus. Find Eye Pencil ist das hier in so einem Braunton. Das ist ja die Amazon Eigenmarke, nehme ich glaube ich auch raus. Dann habe ich eine Brow and Soap and Care von Revolution. Das ist so eine Augenbrauenseife. Die bleibt glaube ich drin. Dann habe ich hier noch was von Ayeko Rock Out and Lash Out Mascara Bold Volume. Die scheint auch neu zu sein. Und dann habe ich hier noch eine kleine Lidschattenpalette von Revolution. 90s Baby. Die sieht natürlich richtig cool aus. Ich bin ja ein 90s Baby, ne? Also, boah, die ist neu. Das ist natürlich krass. Aber solche Töne habe ich auch schon so ein bisschen da. Sie ist aber schon ziemlich nice, ne? Also das muss ich wirklich sagen. Das hat was. Aber nee, die bleibt drin. Aber für mich sind die 90er ein bisschen bunter, um ehrlich zu sein. Wobei man da ja auch so ein bisschen ja auch nach wirklich krass Musikrichtung gegangen ist. Ne? Da ging die Party ja noch ein bisschen anders ab als heutzutage. Wow, ich habe schon echt viel gefunden und ich habe noch so viele Boxen vor mir. Also das ist krass. Hier kommt die nächste. Mutmaske. Ich sag's euch, Leute, verwendet das. Das ist wirklich klasse. Hier haben wir die Pearl Polish Super Glow Pink Clay Mask. Die habe ich auch noch selber da. Dann habe ich hier von Patika auch eine Maske. Das ist eine Intensive Rehydrating Maske, auch eigentlich sehr, sehr geil. Brave New Hair Coconut Cuddle, eine Hair Cream mit Kokosnussöl, ist jetzt nicht ganz so meine Welt. Dann von Catrice High Glow Mineral Highlighter Powder, ist ganz süß, vielleicht. Dann habe ich hier von Max & More ein Fixing Spray, vielleicht. Von Schauma, Feuchtigkeit und Glanz, Feuchtigkeitssprühspülung mit Reiswasser. Die nehme ich mir mal gerne raus. Dann habe ich hier auch noch ein paar Kaugummis von Happy Brush. Die bleiben drin. Ich habe noch allerhand da. Von Style Dry ein Pineapple and Coconut, eine Scalp-Maske, eine Kopfhautmaske. Ich glaube, die habe ich auch noch irgendwo. Für den perfekten Zopf habe ich hier so ein Pony Puffin. Ich weiß nicht, doch, das ist auch von Pony Puffin selber. Eine Foundation habe ich hier mit drin von Revolution Conceal and Hydrate in der Farbnuance F3. Die ist tatsächlich auch relativ matt, aber vielleicht nehme ich sie mir raus. Und von L'Oreal Elvital ist es ein Anti-Haarverlust-Serum. Kann sein, dass ich mir das auch rausnehme.
Schauen wir mal, was die nächste Goodiebox so zu bieten hat. Da geht einiges. Revita Lift habe ich hier, ein aufpolsterndes Serum. Das ist eigentlich auch immer sehr beliebt bei meinen Mädels, um ehrlich zu sein. Von Dr. Botanicals eine Superfood All-in-One Rescue Butter, finde ich auch sehr charmant. Dann von M. Asam Vitamin C Glow eine Körpercreme. Das finde ich sehr schön. Von Sebamed habe ich hier was mit dabei, vielleicht für meine Mama ganz cool. Eine Anti-Aging-Creme-Gel-Geschichte fürs Gesicht. Dann von Train It Up Polar Lights. Das ist auch ein sehr cooler, abgefahrener Nagellack. Finde ich persönlich echt hübsch. Dann Isana Wachsenthaarungsstift. Gesicht- und Bikini-Zone. Nein, danke. Dann habe ich hier noch eine heilerde Tuchmaske mit Hyaluronsäure für einen beliebten Ton drin. Eigentlich gar nicht so verkehrt. Dann habe ich hier Gesicht-Kaltwachsstreifen von Balea drin. Nee, dann von Lavera Timeless Red. Das ist ein Lippenstift. Der scheint auch neu zu sein. Eigentlich ganz nice, aber ich habe sehr viele rote. Oh, die Telescopic Lift von L'Oreal versteckt sich hier auch mit drin. Die ist so. Also wirklich echt okay, ne? Kann man nicht anders sagen. Dann eine Lidschattenpalette von Steve Laurent. Die gibt es öfters mal in der Goodiebox, der Glossybox, Entschuldigung. Das ist, glaube ich, so eine rosafarbene. Das ist ganz süß. Ich habe jetzt heute eine von Gender X Beauty drauf und ich habe hier gepatzt. Was mache ich denn hier? Das ist die, die es jetzt im DM gerade zu kaufen gibt. Actually Gorgeous heißt die. Sehr, sehr geil. Genau, dann schauen wir mal das letzte Produkt uns an. Oh, vorletzte. Da habe ich von Green Barbet eine Tagescreme einmal drin enthalten. Und dann habe ich hier noch einen Pinsel von Revolution drin. Ja, ich glaube, ich nehme mir einfach relativ viel raus. Das Paket muss sich ja auch verändern im Laufe der Zeit, ne? Also das ist halt ja auch so ein bisschen der Ansporn und dann passt das ja ganz gut. Und oh mein Gott, ich habe schon gehört, das nächste Trashy ist auch schon wieder auf dem Weg zu mir. Ja, dahinter mir müssen wir gleich am Ende nochmal in Ruhe durchgucken. Ich komme jetzt erstmal zur nächsten Box. Da habe ich von Just Spices den Carrot Cake Mix drin. Ich glaube nicht, dass das so meins ist. Dann Tan Luxe Express Mousse. Ich benutze jetzt nicht so wirklich Selbstbräuner, ne? Da bin ich eher raus. Ganz, ganz viele Proben sind hier drin. Ich meine, oder ich denke, dass da auch allerhand von mir mit dabei waren. Denn das hatte ich ursprünglich auch so gepackt. Da weiß ich nicht, also da sind auch ganz, ganz viele dazugekommen. Deswegen, ich lasse es einfach mal so weiter wandern. Keine Ahnung. Und erneuere jetzt nicht die komplette Probenbox, denn hier ist halt auch noch mein Kärtchen mit drin, wo ich halt auch geschrieben habe, ne? So, hey, hallo, das sind meine Proben, gönnt euch hart. Aber ich sehe halt ganz viele, die halt auch nicht von mir waren. Also wenn ihr die Probenbox bei euch bekommt, Leute, Mädels, ne, dann schaut gerne nochmal ordentlich durch. Denn wenn sie das nächste Mal zu mir zurückkommt, würde ich die dann einfach komplett erneuern. Und ich werde die jetzt halt auch noch ein bisschen auffüllen, weil ich habe noch allerhand da. Das ist nämlich so meine Goodiebox, die ich dann quasi immer hier so mit reinpacke. So, die nächste Box wird geöffnet. Ein Lippenpflegestift, ist immer eine schöne Sache, von Be Natural. Und dann habe ich hier auch noch einen pflegenden Lipgloss von Labello. Das finde ich für mich persönlich auch ganz interessant. Hypoallergenic Belle Longwear Hydra Powder in der Farbnuance Nude. Oh, das ist eigentlich ganz cool. Eine Aloe Vera Maske habe ich hier drin von Shabens. Eine Fußmaske und ich glaube, das ist eine, wo die Hornhaut sich dann auch im Laufe der Zeit abpeelt. Die ist jetzt auch leider schon abgelaufen, also da sollte man die dann rausnehmen, wenn einem die wieder vor die Füße fällt. Genau. Dann haben wir hier von Love mit Letizia Lehmark die Palette, die Eye & Face Palette, die hatte ich auch mal. Die ist wunderschön bunt, aber halt auch nicht ganz so mein Vibe. Browtitude von Love haben wir hier auch mit drin. Das ist eine Augenbrauenpalette. Da kann man halt sich so sein eigenes Augenbrauen Produkt mitmachen und die scheint auch noch neu zu sein. Das könnte vielleicht was sein. Dann von Rival de Loop habe ich einen Oil Infused Blush. Auch sowas finde ich eigentlich ganz cool zum Verschenken halt. Von Alverde habe ich hier einen Mono-Lidschatten drin enthalten. Von Avant haben wir einen Lippenbalsam. Also Lippenbalsame finde ich halt ganz gut jetzt eben gerade für das Projekt. Ne? Von Avon habe ich hier oder Avon eine Palette, die ist sehr nudig. Ich meine, dass die schon mal drin war. Keine Ahnung, ich nehme die jetzt raus. Ich weiß nicht, die ist jetzt irgendwie nochmal eine Runde mitgekommen. Kann sein, dass das irgendein Überbleibsel auch von Nasty gewesen ist. Da ist ein Highlighter drin, der ist aber nicht von mir. Fuse Box,
Der ist nämlich, glaube ich, sehr, sehr krass, wenn ich mich richtig erinnere. Yo, der ist, also, ne? Nicht meine Farbe. So, dann Into the Jungle. Oh, die LE hatte ich gar nicht damals. Von Rivalde Loop. Das ist eine super bunte Lidschattenpalette. Die bleibt aber auch drin. Die ist zu mir zurückgekommen. Die hatte ich reingepackt von Huda Beauty. Die Toffee Brown Palette. Eigentlich eine ganz schöne Palette, ne? Jo. Und dann habe ich hier von Sophia und Mabey eine Eyeshadow Palette drin. Das ist die Après Chic Palette. Und das ist so ein war. Die vorletzte Box, da haben wir von Terre de Mars eine Body Milk drin enthalten, nehme ich gerne raus, ein Leave-In Conditioner von Urban Alchemy, dann von Janssen Cosmetics ist das eine Anti-Pollution Cream, auch sowas immer ganz nice, und von Look by Beeper Fresh and Juicy ein Vitamin C Glow Face Oil, auch sowas kann man eigentlich ganz gut gebrauchen, allerhand Sachen von Make-Up Coach, die bleiben drin, und auch die ist zu mir zurückgekommen, also irgendwie total verrückt, die Bare Minerals Contour Palette. Das ist diese Schätzelein. Genau. Kommen wir zur letzten Goodie Box. Oh, eine Schlafmaske von Glove haben wir hier drin. Von Do Nails haben wir Press On Nails. Dann haben wir hier drin von Foamy ein festes Shampoo, ein Coconut Lip Oil Everyday Vacay von CAT London, von Spectrum Glossy. Das ist ein Blenderpinsel. Sehr, sehr gut. Nehmt euch den definitiv rauf, Mädels. Der ist richtig geil. Dann ein We Are Paradox Repair Game Changer Hair Mask Smooth and Hydrates Hair. So eine Haarmaske ist doch auch eine schöne Geschichte. Ein Scrunchie. Von Bella Pierre Cosmetics habe ich in der Farbe Amaretto hier so ein Mineral Blush drin enthalten. Dann habe ich von Symbiosis Revitalizing and Redensifying Facial Serum. Das lasse ich drin. In New ist hier der Renewal Powder Serum von Avon. Ich weiß nicht, ist der auch jetzt schon ein zweites Mal mitgewandert? Ich weiß es nicht. Von Model Co. Highlighting Shimmer Whip. Das ist ein Liquid Highlighter in der Farbe Champagne. Und ich glaube, auch die ist zu mir zurückgekommen. Nee, die ist gar nicht von mir. Und zwar ist es von Essence mit Mickey Mouse, diese Palette. Die ist natürlich auch sehr, sehr süß, ne? Aber ich habe sie damals halt auch aussortiert. Deswegen dachte ich, erst, dass die von mir gewesen wäre. Aber mein Bild sagt was anderes. Die waren halt echt schlecht pigmentiert leider in der LE. So, jetzt gehe ich nochmal die Batterie hinter mir durch und schaue, was bleibt und was nicht bleibt. Und dann komme ich nochmal zurück. So, ich bin durchgegangen, habe mich entschieden und habe einiges auch wieder zurückgepackt, aber es ist sehr, sehr viel geblieben und das blende ich euch auch mal eben ein. Genau, das wird bei mir bleiben und dann tatsächlich auch alles an den Mann gebracht, also gar kein Problem. Das wird alles seine Verwendung finden und ich freue mich mega, dass ich so coole Sachen hier in dem Paket finden durfte. Ich werde das Ganze jetzt natürlich wieder ersetzen und auch die drei Dinge, die zu mir zurückgekommen sind, und dann geht das Ganze weiter zu der lieben Steffi. Schaut gerne bei ihr vorbei, wenn ihr möchtet. Ich verlinke euch natürlich alle Kanäle in der Infobox und ja, dann wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!